Oh, Boxy Boo! Alter Schwede! Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu dem Juju Charles Poppy Playtime Finale heute mit Boxy Boo. Freunde, es war bisher ziemlich wild. Wir haben einige Sachen entdeckt, die wir noch nicht gesehen haben und die sehr secret waren. Heute geht's natürlich weiter, wir werden aber auch das Finale spielen. Unser Zug ist schon up-to-date. Aber, Freunde, tut mir den Gefallen. Abonniert bitte meinen Kanal. Ich möchte die 250.000 dieses Jahr voll machen. Wenn ihr sowieso schon oft meine Videos guckt, macht es doch einfach. Das kostet nämlich nichts. Und vielleicht holen wir sogar noch Tulfa ein. Und ein Like, wenn ihr richtig brutal supporten wollt. Dann noch ein Like oben drauf. Viel Spaß im Videokuss. Und ich würde sagen, Digga, einfach jalla rein. Beim letzten Mal sind wir hier oben an der Ecke gewesen und ich habe da einen kleinen geheimen Spot entdeckt, den ich jetzt tatsächlich einmal kurz fußläufig abchecken will. Ich glaube, ich mache mir nochmal kurz eine kleine Markierung dahin. Da müssen wir jetzt einmal ganz schnell hinlaufen. Da müssen wir heute durch beide Minen durchgehen und noch eine Waffe besorgen. Aber die Waffe ist eigentlich nicht das Problem. Einige wissen von euch, ich bin krank. Ich habe es auch schon in den letzten Folgen gesagt. Mein Hals tut absolut weh. Ich habe Nasenbluten, sein Uropa, gefühlt. Also wisst ihr, wie ich meine? Puste viel. Ja, ist alles nicht so nice. Aber okay, wir haben jetzt hier irgendwie noch jemanden, der das hier alles bewacht. Das ist ja ziemlich komisch. Es gibt zwei von diesen komischen Altaren hier. Okay, das ist natürlich richtig sick. So kann man halt gucken, wie der natürlich läuft. Und man hat hier so eine Art Truhe. Man hat aber, glaube ich, nicht viel Zeit, diese Truhe zu öffnen. Hat man nicht. Wenn man sieht, wir müssen ihn eigentlich schon killen, ne? Also eigentlich schon. Wenn wir schnell sind und von hier aus an die Truhe geraten, könnte das was werden. Gucken wir mal. Woody! Lass es mal. Okay, wir locken ihn erstmal weg. Wir gehen mal, hier runter. Irgendwo da ist ja noch ein Gebäude. Vielleicht geht er mit und vielleicht könnten wir ihn das sogar einschließen. Das wäre natürlich richtig sick. Wir probieren es einfach mal. Machen die Tür auf, sorgen dafür, dass er reinkommt, dann machen wir die Tür zu. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Was ist jetzt hier? Oh, der hier ist ein Grab. Frank Fischer? Junge, was ist das denn? Okay, da kann ich nichts machen. Ich könnte mit diesem Job nicht glücklicher sein. Gerne lasse ich meine Spitzhacken schwingenden Tage hinter mir, um als Aufseher in der Nordmine zu arbeiten. Ich wohne sogar in einem wunderschönen kleinen Strandhaus. Mit ausgezeichneten Angelmöglichkeiten direkt am Steg. Frank Fischer. Anscheinend ist der Typ hier auch wieder auf Chill Down. Wir haben aber eine neue Farbe gefunden. Uff, Türkis. Das könnte natürlich nochmal nice werden. Also Frank Fischer war der Aufseher der Nordmine. Ich hoffe halt, dass der Typ jetzt nicht zu schnell zu seinem Spot wieder zurückläuft. Weil eigentlich bräuchten wir das halt so ein bisschen als Vorsprung. Sonst müssen wir ihn halt kalt machen, aber... Ich will eigentlich gerne seine Schatztruhe klauen. Wir haben ein bisschen Vorsprung, Leute. Ja, war ein Witz. Vielleicht auch nicht. Digga, du nervst mit deiner Schrotflinte, verpiss dich! Och Leute, jetzt müssen wir den erstmal töten, Alter, oder was? Ach, also das ist schon... Ich würde jetzt natürlich schon gerne wissen, was in dieser Truhe ist. Ist da jetzt irgendwie Farbe drin? Oder ist das nur Schrott? Weil wenn es so Schrott ist, dann wäre es absolut nicht worth gewesen. Aber wir werden uns mal erstmal kurz in den Zug begeben. Ich glaube, ich muss den Typen mal kurz basten. Bro, verpiss dich, Alter! Mann, du! So. Was sagt die Türkis? Oh, Leute, Türkis sieht schon sehr wild aus, ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Wir nehmen uns erstmal den dritten Schlüssel. Ich will eigentlich nicht nochmal zurücklaufen und jetzt die Truhe da halt machen. Aber wir müssen es machen, Leute. Muss ich jetzt aber gleich erstmal kurz zurück zur Brücke. Deswegen werden wir unseren Progress jetzt erstmal schnell weitermachen, indem wir dann von dem Typen hier schon mal den Schlüssel nehmen für den Tempel, wo wir dann halt gegen... Wahrscheinlich Boxy Boo später auch kämpfen, wenn er nicht vorher schon kommt. Okay, wir haben den Sprengstoff bekommen. Jetzt sollen wir die Brücke damit so ein bisschen einkleiden, damit wir Boxy da später über den Jordan schicken. Schon ein geiler Plan, Leute. Ich liebe Sprengstoff über alles. So, einmal daran, einmal hier ran, da noch eine Bombe platzieren und da noch eine. Okay. Gut, wir müssen jetzt zu dem Typen zurückkehren. So, Kollege.
Wir haben den Schlüssel zum Tempel gekriegt. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt den Endfight schon mal machen. Jetzt brauchen wir nur noch die richtigen Waffen. Und eine, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, der Tempel ist jetzt hier. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz nach da oben. Da ist nämlich die Truhe. Und wir müssen auch noch in die Nordmine rein. Das machen wir jetzt auch als erstes nochmal schnell. Ah, das sieht gut aus. Junge, nerv nicht. Okay, wir sind drin. Wir sollten jetzt einen guten Pace durch diese Mine hier kriegen. Weil es kann sein, dass der Typ uns einfach kontinuierlich verfolgt, ne? Okay, der hat mich auf jeden Fall schon gesehen, Freunde. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Wir haben das Ei mitgenommen. Das ist das Wichtigste. Jetzt machen wir uns einfach raus. Nix, hey. Ich hab das Ei. Runter damit. Runter damit. Uff. Das war schon knapp, muss man sagen. Ja, fast hat mich einer von denen erwischt, oder? Okay, wir sind zu Fuß eigentlich ganz nice unterwegs. Ja, ja, entspann dich mal. So, wir laufen jetzt weiter zu unserem anderen Spot. Jetzt haben wir zumindest schon mal das zweite Ei. Das heißt, wir kommen jetzt sehr gut voran. Oh, nee, ne. Das wäre jetzt richtig schlecht, wenn der mich bis nach Meppen verfolgt. Die nerven so. Die nerven so doll, Leute. Oh, Digga, ich schieß dem Typen jetzt alles weg. Komm her, Mann. Lass mich rein, da. Ich bin richtig aggressiv. Nee, du Stück Scheiße. Nee, du Stück Scheiße. Ich töte dich jetzt. Also, so ein Drecksack. Wollt grad sagen. Der ist tot. Boah, Arsch, ey. Was nerven die so? Das sind die schlimmsten Charaktere in diesem Spiel. Die nerven so brutal. Gar kein Bock. Also, da hinten ist doch die verborgene Truhe. Dann müssen wir noch eine Waffe holen, eine Nebenquest machen und eine Mine. Dann sind wir schon am Start. Bin mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Bitte nicht Schrott, ne? Schrott wäre Scam. Schrott wäre richtig Scam. Digga, 5 Schrott für das hier. Hashtag Scam in die Kommentare. Wer sagt, das ist Scam gewesen? Widerlich. Ach, das feiere ich ja gar nicht, Leute. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Okay, das stimmt. Aber trotzdem, das war ja schon... Ja, zu erwarten war das jetzt nicht. Ich habe echt gedacht, weil es ein bisschen schwieriger ist, da geht auch ein bisschen was, ne? Guti, ich denke, dass wir hier, glaube ich, sehr gut jetzt schon am Start sind. Quest... Dann kriegen wir nämlich Bob. Das ist eigentlich das stärkste Gewehr hier. Und auch das zielsicherste. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir müssen noch ins Banditenlager. Und vom Banditenlager können wir nochmal da runter. Dann haben wir gleich, glaube ich, schon alles fertig. Was geht hier ab? Hallo? Ist da wer? Boah, schwarze Farbdose. Auch big. Schwarzer Zug? In schwarz sieht der so dumm aus, Leute. Nee. Also Türkis ist schon deutlich besser. Wir brauchen gleich auf jeden Fall die Fahrt nach links. Da müssen wir die Fahrt nach rechts bekommen. Jetzt fahren wir ins Banditenlager. Ich muss jetzt einmal, glaube ich, die richtigen Waffen dafür ausrüsten. Wir nehmen den Entgleiser mal. Ich glaube, von hier ist es am besten, jetzt dahin zu gehen. Wir werden jetzt erstmal die Aufgabe hier drüben machen. Crazy, dass Boxy Boo uns noch nicht verfolgt hat, ne? Aber ja, kommt noch. Boxy Boo wird auf jeden Fall der finale Bossfight. Okay, wir arbeiten uns hier einfach mal Stück für Stück durch. Ich glaube, wir kommen da schon schnell nach oben. Will das Ding eigentlich kämpfen, Mann? Vielleicht können wir das Teil von hier oben irgendwie sehen. Ist jetzt hier noch kein Licht, aber prinzipiell. Oh, ja. Ich höre es, aber ich sehe es nicht, Leute. Da hinten muss es irgendwo sein. Wo ist denn das? Also hier so, relativ am Anfang eher. Zu wissen. Okay, wir haben die Gegenstände jetzt bekommen, die der Typ da noch braucht. Wie kommen wir jetzt darüber? Oh, scheiße.
Dann könnt ihr halt probieren, von hier wirklich noch nach da oben zu, beziehungsweise rüber zu springen. Ich weiß aber echt noch nicht, wie. Jawohl! Genau so hier rüber springen. Oh, das war auf jeden Fall Big Move, Leute. Die Tür kriegen wir leider nicht auf, aber ansonsten, okay, man hätte auch... Okay, man hätte auch gerne irgendwie nach der Außenseite hochgehen können. Na gut. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Aber ist egal. Wir geben dem Typen seinen Aal wieder. Wie viel haben wir? 64 Schrott. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Passt aber. Wir gehen jetzt, glaube ich, als nächstes zur Mine. Und dann werden wir uns das Banditenlager vornehmen. Mine ist erstmal wichtiger auch. Da sind wir, Leute, bei der nächsten Mine. Und wir sneaken uns hier ganz vorsichtig ran. Sieht so aus, als kommen wir hier unbemerkt erstmal rein. Das ist die schwerste Mine, finde ich. Die ist auch irgendwie so ein bisschen am längsten, weil man hier durch einen anderen Ausgang gehen muss. Das ist in der Tat nicht ganz so leicht. Wir gucken mal, wie es von hier aussieht. Ich sneak mich jetzt einfach erstmal durch. Der Schrott ist ja nicht so wichtig. Wir haben genug. Okay. Hier sind wir durch. Gucken wir mal weiter. Outmoved. Okay, wir wurden entdeckt. Jetzt müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Aber ist alles halb so wild, denn hier ist schon... Oh Gott. Hier ist schon alles cool. Chuchu Charles ist über uns, ne? So langsam sucht er uns richtig. Man merkt es. Der will kämpfen. Boxy Boo will fetzen. Da hinten ist das rote Ei. Wir haben es. Wir nehmen uns vielleicht noch die Kiste hier mit. Und eins, zwei. Und jetzt muss es schnell gehen. Ach nö, Leute. Direkt vom Ende, ne? Eine rote Farbdose. Boah, wir können unseren Zug rot machen. Der Höllenzug, Leute. Geil. Das ist auch sehr, sehr bequem. Moin. Ey, Bro. Übertreib nicht. Digga, wie die schon wieder... Die übertreiben es schon wieder. Kompletter Rino, ne? Die übertreiben es kompletter Rino. Wo ist mein Zug? Oh, oh. Charles kommt. Boxy Boo. Boxy Boo kommt! Oh mein Gott! Scheiße, Mann! Uff. Uff. Oh, Freunde. Oh, Freunde. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Und rein da. Erledigt, Alter. Verpiss dich. Müssen wir erst mal mit dem Zug wieder ein Stückchen zurückfahren. Und vor allem muss ich erstmal den Zug auch wieder reparieren. So, das sieht ganz gut aus. Können wir mal ganz kurz darüber reden? Oh, yo, Digga, der rote Zug, Leute. Der sieht wild aus. Also ich muss sagen, mit Abstand sieht der rote Zug von allen Farben am besten aus. Das ist schon die beste Farbe. Uff, gut, dass wir den so spät erst bekommen haben. Warum zur Hölle fahre ich jetzt so? Ich bin hier oben, glaube ich, lang gefahren.
und fahre jetzt dann praktisch so runter. Warum? Warum ist das so? Wir haben jetzt quasi eine längere Fahrt vor uns, aber ich könnte hier rüber gehen. Okay, dann werden wir den Endfight jetzt nur mit 3 Waffen machen. Da müssen wir dann durch. Okay, Boxy Boo, mein Bester. Es wird Zeit, dass wir dich eliminieren. Ab zum Tempel. Ich bin sowas von ready, aber es sollten wir eigentlich schaffen. So, dann wären wir doch schon vor Ort. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Bomben reinjallern. Einer weg. Leute, ich bin der MLG-Gott mit den Raketen, ne? Ich bin so strong unterwegs. Ich kann es einfach zu gut mittlerweile abschätzen, wie hoch ich die Raketen ungefähr halten muss, ne? Einer dead. Okay, dann wollen wir mal. Also, ich werde, glaube ich, den Flammenwerfer direkt aufbauen. Wir gehen hoch, aktivieren instant alles. Oh, es geht schon los, ne? Es geht schon los. Okay, der will mich auf jeden Fall handeln, aber nix da, Brudi. Nix da. Ich gehe einfach straight nach oben, Leute. Bossfight gegen Boxy Boo. Startet genau jetzt. Es geht los, Freunde. Let it go. Flammenwerfer rein. Wir machen das Ding jetzt erstmal ganz entspannt. Shot. Shot. Und Shot. So, wir werden das Ding jetzt erstmal nochmal ein bisschen auf Chillo machen. Und jetzt geht es, jetzt kriegt es Teil. Ja, guck dir das an. Kann Chuchu Charles überhaupt irgendwas machen? Derzeit nicht. Also mit Tempo 10? Easy, Leute. Uff. Einmal auf Flammenwerfer spoppen. Er wird gleich kommen. Wo ist er? Da ist er. Okay, ein Drittel haben wir ihm auf jeden Fall schon gezogen. Nix da, Junge. Nix da. Du bleibst schön da hinten. Schön weiter hinten. Schön weiter hinten. Hälfte ist auf jeden Fall schon rum. Und jetzt, Boxy Boo rastet immer mehr aus, ne? Okay, okay, okay! Flammenwerfer nochmal rein. Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und rein da. In dein verdammtes Gesicht, du viergier Quartedel. Boah. Okay, warte mal, warte mal. Junge, ist der schnell geworden, ne? Digga, Usain Bolt auf einmal, Leute. Jetzt rastet er komplett aus, ne? Ich glaube, jetzt kommt er zu seiner ultimativen Form. Ja, jetzt ist Feierabend. Okay, er wird immer schneller, so wie es aussieht. Puh! Der wird auch immer tankiger, Digga, so wie es ausschaut. Okay, willst du noch ein paar Raketen in deinen Arsch bekommen oder was? Leute, jetzt! Uff. Oh, Boxy Boo. Alter Schwede. Freunde, zu wild. Boxy Boo fällt nach unten, ne? Oder? Was ist da denn gerade passiert? Lockeres Ding, Alter. Easy win. Freunde, das war's mit... Chuchu Charles, Poppy Playtime Edition, Boxy Boo, der Endgegner, hat von mir eine dicke Schelle bekommen. Und Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und helft mir zu den 250.000 Abonnenten. Ich will den Tuel-Verein holen, würde ich sehr, sehr cool finden. Dickes Küsschen geht raus. Denno.